Guten Tag, einen schönen Donnerstag euch allen. Willkommen zu einer neuen Runde Town of Salem Ranked. Heute als Investigator. Vielen Dank, ich werde mal wieder eine Town-Rolle. Wie toll ist das denn? In den letzten 2 Wochen bin ich so selten Town geworden. Und jetzt mal wieder unterwegs als Judy Finlay. Das letzte Mal sind wir im CSI Las Vegas Universum. Ab nächster Woche kommt da eine neue Serie mit rein. Wollen wir mal gucken, wie erfolgreich wir werden. Ja, mal den richtigen Namen sogar kopiert. Wie gut ist das denn? Investigator. So, bitte. Alles Noobs außer Mutti. Ich wette, dass das wieder ein Mayor-Game ist. Von Bendova. Ist halt wieder so ein Schwachsinn. Das hasse ich wie die Pest, aber okay. Samron. So ein Name ist immer verdächtig. Meinst du, das ist sowas, auffällig unauffälliges, eher so könnte man es nennen. Deswegen untersuchen wir den mal. Werde mich natürlich erstmal zurückhalten, weil aktuell kann ich eh nicht viel rauskriegen. Aber wichtig ist, Informationen zu sammeln und zu hoffen, dass man nicht gecleant wird irgendwann oder geforged. Weil wir ja nicht wissen, was Random Mafia ist. Sheriff, Echse oder Werwolf. Soddele. Sheriff, Echse oder Werwolf. Den Poisoner lassen wir raus. Der kann es ja hier nicht geben. Den kann es hier nicht geben. Bordo ist tot. Von der Mafia getötet worden. Amnesiac, das ist ein guter Anfang für uns. Neutral raus, ist okay. Riched angeblich. Rain Kretzky. Bendova wurde gewoblockt. Ich könnte natürlich jetzt nochmal zu Samron gehen, um zu gucken, ob er wirklich Werwolf wäre. Aber es würde mir nicht viel bringen als Invest. Wir werden als nächstes bei Styles vorbeischauen. Guess no Lookout denn. Oder der Lookout wollte nicht darauf reinfallen und dahin gehen. Das werde ich aber nicht schreiben, weil wenn ich sowas schreibe, bin ich direkt wieder verdächtig. Und da habe ich keine Lust drauf. Weil dann muss ich mich als Investigator revealen. Die werden mir nicht glauben oder eben doch. Und dann bin ich tot. Deploy wieder da. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Bei der Execution in der letzten Runde. Die schreiben das schon. Das ist okay. Ich werde trotzdem bei Styles bleiben. Ich werde aufgrund dieser Aussagen nicht zu denen gehen. Ja und? Richtig, Aku hat recht. Ich bin derselben Meinung wie Aku und auch Deploy. Macht Sinn. Oh, Young. Was für ein Idiot. Für mich, meiner Meinung nach. Das ist halt dumm. Selbst wenn, was soll das bringen? Er wird Nacht 1 in Ruhe gelassen, weil es einen Lookout geben kann. Das kann er auch als Jester machen, der einfach nur safe sein will. Wenn er sowas schreibt, wird er natürlich in Ruhe gelassen von anderen. Macht keinen Sinn. Und wenn er zum Beispiel ein Lookout wäre, sagen wir mal, das macht der Executioner diesen Move. Kann man sich gut vorstellen. Und ein Lookout geht hin, aber wird nur von einer Person besucht. Und der Lookout sagt hier, der hat dich besucht, ist was passiert. Oh, Vigilante, Veteran, Mafioso. Vigilante. Veteran. Mafioso? Verdammt, passt nicht rein. Dann mache ich da ein Bett raus. Mafioso. Night 3. Escorting Aku. Und er wurde dahin kontrolliert. Gut, also wahrscheinlich kein Werbung für das SK. Es klingt eher nach Aso. Er wurde dahin geschickt. Keiner claimt transportiert worden zu sein, das ist ja auch immer wichtig, muss man aufpassen, um den letzten Willen eventuell anzupassen. Aku wurde gewobbt, aber es gibt Aku und Aku. Ja, Mo ist auf denselben Schluss gekommen wie ich, dass es wahrscheinlich ein Aso ist. Muss natürlich nicht sein, es kann auch ein Werwolf sein oder ein SK sein, der sich ein bisschen zurückhält. Gerade in der einen Nacht kann der Werwolf sagen, ich mache nichts. 2 Roadblocker.
Eric hat dasselbe schon mal im letzten Spiel gemacht, nach wie er gedoust wurde, gefragt. Jetzt müssen wir mal gucken. Auf wen gehen wir denn? Eric wählt gegen Young. Andere Worten mit, macht jetzt das Wort for Wall. Die Person, die fragt, ob jemand gedoust wurde. Nicht sehr, TP. Ja, jetzt hat er sich bewegt. Sehr gut. Macht immer Sinn. Someone hatten wir. Gehen wir mal auf Nen. Besuchen wir mal hier meinen Nachbarn. Was der so anstellt. Man muss ja auch wissen, was in der Nachbarschaft um einen rum so abläuft. Ich habe Eric noch in Ruhe gelassen. Aber mal gucken, ob wir da was rausfinden. Der TP-Claim war halt jetzt dumm, weil jetzt ist er wahrscheinlich tot. Lookout gibt's eventuell nicht. Wenn man der Logik von den anderen glauben kann. Dann ist er jetzt nicht ein freies Target. Außer er macht ein Selfie oder nutzt eine Weste, wenn er Bodyguard ist. Aber daraufhin ist er halt dann wieder tot. Spy, Blackmailer oder Jailer. Das ist schon wieder interessant. Das ist wiederum interessant, weil jetzt haben wir hier vielleicht jemanden, mit dem wir arbeiten können. Moose ist tot und Red. Zwei Kills und ich habe einen Lag. Spiel ist hängen geblieben. Nicht wirklich, oder? Wow. Was für ein Monster-Lag. Entschuldigt bitte, wenn jetzt bei euch alles asynchron wird. Ich hatte hier gerade ein, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden lang Lag. Ich hoffe, dass es keine Auswirkungen hat. Die Witch ist down. Vielen Dank, Jailer. Okay. Ich würde jetzt eigentlich gerne einen Jailer anwispern. Oh, Moose ist tot. Interessant. Moose ist also der Jailer, das heißt, wir haben einen Spy oder einen Blackmailer. Ja, also hatten sie auch diese extremen Lags. So, angeblich wurde jemand kontrolliert. Kann ja nicht sein, wenn er gejailt war. Medium gleich suspicious. Akku de Lookout. Target jailed. Jailed, wow. Er könnte es halt wirklich sein. Jetzt gehen sie gegen ihn, weil er claimt, er wurde kontrolliert, obwohl jemand da war. Ich kann ja mal mitmachen, warum nicht? Eric ist noch not medium. Es ist halt schwierig. Es gibt halt auch keinen Counterclaim. I was switched yesterday. Warum auf einmal gestern? Das hättest du früher sagen müssen. Schlaumeier, Ja. Ja, kann sein. Kann halt sein, dass er wirklich ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Ist möglich. Will man ihm hier vielleicht mal glauben? Ich werde jetzt mal auf die Nummer 5 gehen. Hansi. Ich würde eigentlich gern der anderen mal da drin haben. Der Luca soll mich mal beobachten. He can confirm I'm Townie. Wie soll er das machen? I visited YG last night. Ja, Young G.
Er claimt halt nichts. Vendoa, Vendoa, Gott blockt, Aku ist Susan. Young G, I'm Doktor. Warum counterclaimt er dann nicht? Aber andererseits, counterclaim ist halt auch wieder dumm. Das ist schwierig. Ich werde ihn mal checken, glaube ich. Ich glaube, ich werde ihn mitnehmen. Untersuchen. Weil dann glaube ich, ehrlich gesagt, dass der Bodyguard-Claim eher Aso ist. Wenn er nämlich jetzt Disguiser ist und nicht als Dr. Disguiser oder als K aufkauft, ist er ein Lügner. Und wenn er jetzt als Doktor auftaucht, ist für mich Yang Ji ehrlich gesagt eher der Lügner. Würde meiner Meinung nach mehr Sinn machen, deswegen will ich diesen Move hier bringen. Der kann kein Jailer sein, deswegen nehmen wir das raus. X ist auch unwahrscheinlich. Von daher könnte Someone eher Sheriff sein. Ja, ich bin tot. Und er ist Doktor. Too bad. Too bad, too bad. Aber ich hatte da keine festen Beweise. Nur Indizien. Weil er kann Vigilante oder Veteran sein. Da Reveal macht keinen Sinn. Der andere hätte Sheriff oder Ding sein können. Und ich wurde auch noch gecleant. Ah. Wow. Können wir hier nämlich Doc Disguiser SK reinschreiben. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird er wahrscheinlich hundertprozentig Akku gewählt. Ich hoffe, dass sie erst auf den Bodyguard gehen. Blackmail ist natürlich unwahrscheinlich. Jetzt wollen sie Nummer 2 kriegen, anstatt die Nummer 1. Jetzt killen sie den Doktor. Ja. And Doc goes down. Wir haben verloren. Vielleicht hätte ich die Informationen früher rausbringen sollen. Ich hätte vielleicht sagen sollen, Charm Protector for me, aber... Wollte ich auch nicht machen, weil viele machen sowas nicht. Aber ich glaube, dass der Deploy halt wirklich Ding ist. Oh, ein Retri-Claim. Akus ist jetzt der Einzige, der vote. Jetzt kommt Eric. Sie sagen Inno. Klar sagt Yang Ji Inno, weil er halt seinen Counterclaim jetzt damit los will. Jetzt ist Yang Ji als Arson ist down. Oder Godfather. Wobei Arson es wahrscheinlicher ist. Nee, du wirst draufgehen, Yang Ji. Brauchst du gar nicht versuchen. Ich hätte doch anwispern sollen. Oh. Angeblich gibt's dann noch ein Medium und eine Escort. Ja, das heißt, die Nummer 1 ist Aso. Problem ist halt, sobald er Medium claimt, ist er tot. Oh, Yang Ji ist tot. Hat er doch seinen Job gemacht? Nein. Someone ist der Ex oder sowas. In den Veteran gerannt, wie geil. Styles ist Veteran. Schön gemacht, mein Freund. Sehr gut. Someone ist der Sheriff.
Ja, hat Wayne Gretzky auch sofort erkannt. Aber das Ding ist halt gelaufen. Wenn sie 4 Mafia haben, haben sie eh die Votes. Und bei 3 Mafia wird's knapp, weil die Town müsste sich jetzt organisieren. Hennessy ist der Veteran. Dann ist Stiles ein Lügner. Dann ist Stiles ein Mafioso. And that just fucked it up. Der Veteran kickt sie gerade. Jetzt wählen sie natürlich den, das ist so klar. Weil die Town hat lieber ihn mitvoten, ne? Warum haben sie es nicht früher gemacht? Komm jetzt, Inno. Noch ist die Möglichkeit da. 4 Mafia, wir haben verloren. 3 Mafia, wir haben eine Chance. Ah, 4 Mafia. Verloren. Immer das Gleiche. Die Town hatte ich nicht gegiltet. Someone war halt 100 Pro auch AFK, oder? Der hat ja nichts gemacht bisher, das ganze Spiel über. Ja, jetzt werden sie den Ding killen. Das war egal, Rain Kretzky. Er wäre so oder so draufgegangen. So dumm, warum rafft er nicht? Wow, wie dumm ist der denn? Wie dumm ist denn Wayne Gretzky, dass er nicht rafft, dass die Town verloren hatte? Sie hatten keine Votes mehr. Wie oft soll man es ihm denn noch sagen? Der Moment, als sie den Doktor gelyncht haben, war das Spiel verloren. So, jetzt wählen sie und dann war's das. Oh, ich hasse Deploy. Muss direkt ignoriert werden für so einen Schwachsinns-Move. Ja, Hansi muss der letzte Mafia sein. Bis eben war er mir sympathisch. Jetzt hat er sich's verkackt. Ich meine, das bringt ihm nichts. Ach, der andere war Blackmailer. Ich hätte es halt doch gleich raushauen sollen, nachdem der Jailer tot war. Hätte aber nichts gebracht, aber wenn er Spy ist, ist er halt Spy. Der kann es nicht beweisen. Er rafft's nicht. The town was outnumbered. It doesn't fucking matters. Warum rafft er das denn nicht?
Was ist denn so schwer daran, das zu verstehen, dass die Town outnumbered war? Und jetzt trollen sie auch noch. Es war halt Glück für die, dass sie mich gekillt und gecleant haben. Natürlich können sie. Sie wollen nicht. Sie trollen wieder rum. So, was für einen Namen haben wir denn in der nächsten Folge? Morgan, genauer gesagt. Ach, wir sind wieder bei Two and a Half Men morgen. Da geht's weiter. Hoffen wir, dass wir auch Town werden und nicht mit Idioten spielen. Ich glaube, dass der Survivor dass der Ding sowieso AFK war, Samron. Hat, glaube ich, nichts gemacht. Nie was geschrieben oder sonstiges. Kein Vote dagelassen, überhaupt nichts. Abstained. Hat nicht gewotet. Abstained. Nicht gewotet. Nicht gewotet. Ich glaube, der war AFK. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.